Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wir garten jetzt. Heute werden wir eine Wassermelone aussehen. Was ihr dabei beachten solltet und was es dort für Informationen gibt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. So, ich habe da mal wieder was vorbereitet. Wir haben hier Wassermelonenkerne, das sind jetzt 2 Stück. Wie ihr aus Früchten selber die Samen gewinnen könnt, haben wir ja schon gemacht in einem Video. Das verlinken wir euch gerne nochmal in der Infobox. Nala hat auch sehr viel Spaß daran. Und dann gehen wir mal gleich an die Arbeit. Wir nehmen für die Wassermelone wieder die Kokoserde und und Lavamulch. Die Wassermelone mag es sehr warm, Tag und Nacht. Also es sollten mindestens über 20 Grad sein, die dort für die Wassermelone zustande kommen. Bumm. Auch nur ein paar. Durch die Lavamulch wird die Wärme besser gehalten im Topf unten, wenn sie nachher ausbaut, sieht die Wassermelone. Und das Wasser wird besser abgeleitet. Das heißt, dass keine Staunässe entstehen kann oder beziehungsweise es schwieriger wird für die Feuchtigkeit. Die Wassermelone mag auch gerne einen leicht säuerlichen Boden, heißt einen pH-Wert von 5,5 bis 6,5. Kennen wir irgendwo her von der Erdbeere, haben wir auch letztens erst gemacht. Und deswegen eignet sich das wunderbar mit der Kokoserde. Denn die hat auch einen pH-Wert von 5,5 bis 6,5. So, wir haben jetzt hier 2 Becher voll gemacht. Die Kerne sollten 2 bis 3 cm tief eingedrückt werden und es sollte feucht gehalten werden, die Erde. Danach am besten noch Frischhaltefolie drüber machen, damit die Wärme sich optimal staut. Einmal am Tag gut durchlüften, damit kein Schimmel entstehen kann. Ist mit einer Sprühflasche, weil das bringt jetzt nicht wirklich viel, wenn ihr da Wasser drüber gießt, weil da unten ist ja eh noch keine Wurzel. Acht bis 10 Tage kann diese Keimung dauern. Wenn das zweite, dritte Blattpaar entstanden ist über die Keimblätter hinaus, müsst ihr sie einmal entspitzen. Das heißt, den Haupttrieb einmal kürzen, so damit Seitentriebe entstehen können. Diesen Seitentrieb auch noch einmal kürzen, damit ein zweiter Seitentrieb entstehen kann. Damit sie dort ihre Früchte austragen kann. Wenn ihr das nicht macht, dann wird sie sehr, sehr viele Früchte bekommen, aber sie zehrt an den Nährstoffen der Früchte. Es werden ganz kleine Früchte und sie schmecken auch nicht mehr so schön süß. Deswegen immer schön ausspitzen. Auch später, wenn sie größer ist, immer Triebe abschneiden, damit sie wirklich ihre Konzentration auf die Frucht hat, damit dort genügend Fruchtzucker gebildet werden kann, weil die Blätter sonst zu viele Nährstoffe der Melone entziehen. Das war es auch schon, was man darüber wissen muss. Keine schwere Sache. Ihr solltet später in eurem Beet 1 Quadratmeter Platz haben. Ihr könnt euch ansonsten auch eine Rankhilfe nehmen, wenn ihr nicht so viel Platz habt. Wir werden das hier bei uns indoor machen und haben auch dazu schon unser Beet gebaut. Sieht richtig toll aus, kann man ganz schnell selber machen. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Gebt uns ein Abo, da haben wir ganz viel Freude dran, wenn wir das sehen, wenn wir abonniert werden. Und gebt uns einen Daumen nach oben. Wir wünschen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Wir garten jetzt.